Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir Ihnen heute aus dem Nationalparkradiostudio hier in Neuhütten. Und mit von der Partie sind einmal die Angela Hallo, schönen guten Abend. und die Maria. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Ja, und ich bin der Stefan. Und wir haben uns heute etwas rausgesucht. Kalender, du bist ja schon so dünn, aber warum wir das gemacht haben, kommen wir dann gleich dazu. Zu Anfang möchte ich einen Punkt aufgreifen, der diese Woche in Trier am Dienstag vorgefallen ist. Ein Amokfahrer hat in der Innenstadt von Trier mehrere Menschen angefahren. Fünf davon sind mittlerweile verstorben. Viele sind verletzt, teilweise schwer verletzt. Und an die Opfer, da möchten wir an dieser Stelle denken und wir möchten diese Sendung mit einer kleinen Gedenkpause beginnen, bevor wir dann loslegen. Ein paar Sekunden halten wir einfach mal inne. Ja, kommen wir jetzt zu unserer Sendung. Betitelt haben wir es mit Kalender, du bist ja schon so dünn. Und Kalender ist ein großes Thema, gerade in der ausgehenden Zeit des Jahres. Und warum wir es Kalender genannt haben, die Maria kann da ein bisschen was dazu sagen, was uns bewogen hat, das so zu machen. Maria, vielleicht sagst du was dazu. Ja, es gibt in der Pfarrei St. Franziskus in Hermeskeil und in dazugehörigen Pfarreien gibt es seit längerem die Tradition des lebendigen Adventskalenders. Das gibt es auch in anderen Regionen. Das heißt, in der Adventszeit trifft man sich vom 1. bis zum 23. oder 24. Dezember in ein Privathaus, in ein Verein organisiert etwas oder Kindergärten, bestimmte Häuser, Schulen, Grundschulen. Es wird oft unter ein Thema gestellt und es wird dann so 15 bis 20 Minuten oder auch mal eine halbe Stunde wird gesungen, es werden Geschichten erzählt oder vorgelesen und das soll so ein bisschen Auszeit sein in der, ja, man sagt immer ruhigen Adventszeit, aber für viele ist es immer eine unruhige Zeit. Und das soll also diese halbe Stunde soll dazu dienen, dass man so ein bisschen ja, in sich kehrt, dass man Freunde trifft, dass man vielleicht auch Leute kennenlernt, die man vorher noch nicht kannte. Es ist also offen, es kann jeder hingehen. Ja, das war für dieses Jahr natürlich auch geplant und wie so vieles musste das leider ausfallen und dann kam die Idee, wieso sollen wir denn nicht einen ja, Ein Radiokalender machen, ja. Radio-Adventskalender Ja. machen? Der ist dann zwar nur an einem Tag, in 2 Stunden vielleicht, aber wir haben uns überlegt, dass wir ganz unterschiedliche Themen, unterschiedliche Dinge aufgreifen, sowohl musikalisch als auch literarisch, ganz egal. Wir haben da einfach ein Programm zusammengestellt und wir hoffen, dass wir damit ja wenigstens so eine kleine besinnliche Stunde machen können. Und natürlich hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder live stattfinden kann, dass man sich vor den Häusern treffen kann. Genau, live sind wir heute natürlich auch. Und der Adventskalender gehört zu Weihnachten eh und je. Und ich habe hier in einem kleinen Büchlein von Hermann Bohn, Weihnachten im Hunsrück, einen kleinen Text gefunden. Adventskalender. Der Adventskalender gehört seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts zum christlichen Brauchtum im Advent, um den Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen. Den ersten gedruckten Adventskalender mit christlicher Symbolik brachte 1904 der Münchner Gerhard Lang auf den Markt, wobei Bildchen ausgeschnitten und aufgeklebt werden mussten. Nach 1920 wurden erstmals Kalender veröffentlicht, hinter deren Klapfensternchen sich Schokoladenfigürchen
wie Spielzeuge, Sterne, Backwaren, Engelchen, Tannenbäume und am 24. Dezember die obligatorische Weihnachtskrippe sich verbarg. Im Hunsrück kamen sie Anfang der 1950er Jahre auf. Nach und nach wurden sie bundesweit zu einem beliebten Weihnachtsartikel. In den letzten Jahren sind Adventskalender in Form von kleinen Handschuhen, Stiefeln und Säckchen aus Filz und anderen Stoffen in Mode gekommen, in denen jeden Morgen eine andere Überraschung steckt. Ja, und wir hoffen, dass wir viele Überraschungen heute für Sie bereithalten. Ja. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir das haben. Gehe ich von aus, ja. Ja. Und ja, passend zu diesem kleinen Text haben wir auch ein Liedchen rausgesucht, das Kalenderlied. Mhm. Und ja, das hört sich dann so an. Dezember wurde, zählten wir als Kind, wie viele Blätter noch auf dem Kalender sind. An jedem Morgen wurde der vergangene Tag ein Stück Papier und mit der Mutter zusammen sangen wir. Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn, jetzt ist es bis weit. Schon so dünn, jetzt ist es bis Weihnachten nicht mehr lange hin. So wie ein Baum ist der Kalender Jahr für Jahr, mit vielen Blättern dran am 1. Januar. Doch jeden Tag wird dann ein weiteres Blatt vom Wind der Zeit verweht, bis im Dezember das Jahr zu Ende geht. Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn, jetzt ist es bis Weihnachten nicht mehr lange hin. Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn, jetzt ist es bis Weihnachten nicht mehr lange hin. In unserem ganzen Leben bleibt ein kleines Stück von der Erinnerung an jene Zeit zurück. Und wenn die Tage kürzer werden und der Schnee vom Himmel fällt, dann denken viele, ja viele auf der Welt. Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn, jetzt ist es bis Weihnachten nicht mehr lange hin. Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn, jetzt ist es bis Weihnachten. Brüder wohnen in einem Haus. Die sehen wahrhaftig verschieden aus. Doch willst du sie unterscheiden, gleicht jeder den anderen beiden. Der erste ist nicht da, er kommt erst nach Haus. Der zweite ist nicht da, er ging schon hinaus. Nur der dritte ist da, der kleinste der drei, denn ohne ihn gäb's nicht die anderen zwei. Und doch gibt's den dritten, um den es sich handelt, nur weil sich der erst in den zweiten verwandelt. Denn willst du ihn anschauen, so siehst du nur wieder immer einen der anderen Brüder. Nun sage mir, sind die drei vielleicht einer? Oder sind es nur zwei? Oder ist es gar keiner? Und kannst du, mein Kind, ihre Namen mir nennen, so wirst du drei mächtige Herrscher erkennen.
Sie regieren gemeinsam ein großes Reich und sind es auch selbst. Darin sind sie sich gleich. Das ist ein Rätsel von Michael Ende aus dem Buch Momo. Und während des nächsten Liedes können die Herrschaften, die uns vielleicht jetzt zuhören, mal drüber nachdenken, wer diese drei Brüder sind. Und da wir heute die 77. Sendung haben, hello, habe ich mir dann aus von Andreas Vollenweider das siebte Lied ausgesucht. Das heißt, Moment, jetzt muss ich aber nochmal gucken, Bella Smiling. Ja, das war Bella Smile mit Andreas Vollenweider. Und Lächeln ist eine Gabe, die man nicht immer hat. Man freut sich aber, wenn man etwas
sprechen kann, ja? Wenn man sich freut. Und ich habe hier ein paar Zeilen rausgesucht. Und zwar sind sie zu finden auf einem Pilgerweg auf dem Erschöpfungspfad der Nationalparkkirche hier in Muhl. Und Maria und ich sind diesen Weg schon zweimal gegangen. Und es gibt 10 Stationen, an denen man verweilen kann. An jeder Station stehen dann Tafeln mit sehr interessanten Texten darauf. Ich möchte jetzt nicht alle hier rausgreifen, sondern habe mir aus diesen 10 4 mal herausgesucht, die uns besonders beeindruckt haben auf diesem Weg dieses Schöpfungspfades. Zum Beispiel an der 2. Station, da geht es um abgestorbenes Gehölz oder wie der Naturmensch auch sagt, Totholz, genau. Ja, und da steht, des Menschen Tage sind wie Gras. Er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr. Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig für alle, die ihn fürchten und ehren. Aus dem Psalm 103, 15 bis 17. Eine weitere Station jetzt muss ich es raussuchen. Da geht es um Felsen und Steine. Ein altes Naturprodukt, Millionen von Jahren alt. Und hier finden wir auf der Stationstafel folgenden Text. Ich hoffte auf den Herrn. Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine Füße auf den Fels, machte fest meine Schritte. Psalm 40, 2 bis 3. So, und Station Nummer 8. Häufig ist man auf seinem Lebensweg auch an Wegkreuzungen angekommen. Und auch hier haben wir eine Tafel, die sich damit beschäftigt. Auf der Tafel steht, Herr, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Psalm 119, 105. Und zum Abschluss noch eine 4. Tafel, die auf der Station 9 zu finden ist. Hier steht, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. Tja, hier spürt man Schöpfung. Ja. Und man bekommt das Gefühl, dass man eins mit der Natur sein kann, dass man es wieder werden kann, vielleicht darüber nachdenken kann. Eigentlich ja immer ist. Mhm. Ja, und es gibt viele von diesen Stationen, wie gesagt, 10 sind es in der Summe, die einen dann zum Nachdenken anregen. Und wenn man Zeit hat, man kann das auch jetzt im Winter tun. Vielleicht ist es besonders schön, wenn ein bisschen Schnee auf dem Pfad liegt. Ja, und kann die Schöpfung regelrecht spüren. Mhm. Eintauchen. So. Ja, eintauchen. Genau. Ja. Ja, und der nächste Liedbeitrag befasst sich mit dem Prolog aus dem Johannesevangelium. Und ist auf Latein, und weil nicht jeder dem Latein wirklich mächtig ist, haben wir davor eine deutsche Übersetzung gesetzt. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Durch das Wort ist alles geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ein Mensch trat auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes.
Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war nicht das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.
et verbum caro factum est. Habitu vidi in nobis, plenum caetis, et veritatis. Ja, die Aufnahme, die wir gerade eben gehört haben, stammt vom Shamrock-Duo Pipes and Strings, Erik Erpenstedt und Rolf Henrici. Eine Aufnahme, die sie extra zur Weihnachtszeit aufgelegt haben. Ja, Angela, und du hast bestimmt auch was Interessantes. Ja, ich habe eine kleine Geschichte von Elke Bräunling. Als der Weihnachtsmann das Fest verschlief. Einmal hatte der Weihnachtsmann keine Lust mehr, Weihnachtsmann zu sein. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück, gähnte und schlief ein. Die verzweifelten Rufe seiner Gehilfen hörte er nicht. Er merkte auch nicht, wie diese treuen Helfer versuchten, ihn zu wecken, wie sie ihn packten und schüttelten. Nein, nichts. Er schlief tief. Ein bisschen schnarchte er auch. Und seine Helfer? Die klagten. So kam es, dass der Weihnachtsmann das Weihnachtsfest verschlief. Trotzdem hatten die Kinder eine wunderschöne Zeit. Als ihre Eltern am heiligen Abend nämlich begriffen hatten, dass der Weihnachtsmann dieses Mal nicht kommen würde, kramten sie schnell ihre alten Spielsachen hervor, stellten Obst und Naschereien auf den Tisch und suchten nach spannenden Spielen für die Weihnachtstage. Die Kinder wunderten sich erst, dann aber freuten sie sich über dieses ungewohnte Weihnachtsfest. Kaum eines war enttäuscht oder traurig. Es gab keinen Streit, keinen Neid und keine verdorbenen Mägen. Alle hatten Spaß und Zeit, um miteinander zu spielen, singen, erzählen und zu lachen. »Seht ihr«, sagte der Weihnachtsmann später, »es geht auch ohne mich. Sehr gut sogar.« Seither besorgen die Eltern die Sache mit den Wünschen und Geschenken. Sie machen es so gut wie der Weihnachtsmann. Oder fast. Da passt der Weihnachtsmann genau auf. Manchmal geht er auch zu den Kindern, nachts, wenn sie schlafen. Und er schenkt ihnen wunderschöne Träume vom Weihnachtsmann und vom Christkind. Sehr schöne Geschichte, Angela. Ja. Ein bisschen, ja. Ja, wir haben jetzt auch ein kleines Geschenk. Und zwar Hausmusik, so richtig handgemacht. Jawohl. Und zwar spielen hier Gertrud, Heinz und Maria. Und Maria. Genau, Gertrud spielt die Gitarre, Heinz spielt das Akkordeon und Maria die Flöte. Mhm. Ja, und was wir jetzt. Ja. Selten geworden, sowas. Ja, ja. Ja, ja. Ja, und was wir jetzt hören, das ist Green Sleeves. Thank you.
Ja, was wir jetzt gehört haben, das war Green Sleeves. Das ist ein altes englisches Lied. Und das haben wir zu dritt gespielt, wie der Stefan schon gesagt hat, Gertrud, Heinz und ich. Und wir machen schon seit 5 Jahren zusammen Hausmusik. Wir treffen uns so alle 14 Tage und haben uns so langsam herangetastet, welche Stücke wir spielen können. Der Heinz, der schreibt die Noten immer für die drei Instrumente zurecht, damit wir das auch spielen können, dass es auch nicht zu schwierig ist für uns. Und es macht sehr viel Spaß und es ist eine Sache, die sehr entspannend ist und sie ist eigentlich nachzuahmen. Also vielleicht sollte man sich überlegen, das vielleicht doch nochmal öfters zu machen, wenn man ein Musikinstrument spielt oder auch singt, dass man sowas macht. Gerade in der jetzigen Zeit, Ja, wo genau. Konzerte ja Ja. im Wesentlichen abgesagt Genau, da sind, ist ja macht gar man nichts, ne? sein eigenes Hauskonzert. Ja, Man ja. ist ja eine überschaubare Gruppe in der Regel. Ihr seid dann zu Zu dritt. dritt sind wir immer, Wir sind zu sechs und zu Hause. Das ist ja. ein Glücksfall, ne? Ja, Ja. und ja, ist wirklich zu Ja. empfehlen und Ja. macht Spaß. Macht sehr viel Spaß, ja. Und wie gesagt, es ist eine, es entspannt einfach. Man denkt so 2 Stunden an nichts anderes als an die Musik, muss sich auf die Noten konzentrieren, muss aufeinander hören. Das ist eine sehr schöne Sache. Und es verbindet Ja, sehr stark, muss man auch sagen. und Musik es, verbindet einfach. genau, und für Jung und Alt gleichermaßen erquickend. Natürlich, es können auch Jugendliche oder Kinder spielen, Genau, also es ist für genau. jeden etwas. Ja. Ja, jetzt habe ich aber auch noch was Besonderes, und zwar ein Gedicht von Stefan Lorenzen. Das hatte er in der Literatursendung im April schon mal vorgetragen. Das hat er selbst geschrieben und das heißt Mein Licht. Mein Gedicht heißt Mein Licht. Mein kleines Herz, es schlägt allein Tag ein, Tag aus für dich. Es sagt, ich bin für immer dein, du bist mein Glück, mein Licht. Wenn deine Hand an meine hält, es schlägt so schnell mein Herz. Es steht ganz still nun diese Welt, verflogen unser Schmerz. Und bist du müde, kraftlos, schwach, dann bin ich da für dich. Und fang dich auf, gib auf dich Acht, du meines Lebens Licht. Zusammen können wir überwinden, die Sorgen, die uns quälen. All unsere Tränen dann verschwinden, beruhigt sind unsere Seelen. Bist du nicht da, ist alles leer, doch zweifeln will ich nicht. Und ist das Herz auch müd und schwer, bleibst du mein Glück, mein Licht. Sehr Oh, schön. Von auch wem war schön. das? Thank you.
And sneak the wind and shake.
Der Standpunkt. Alle zerren an uns herum. Alle möchten unser Geld, unseren Einsatz, unsere Mitgliedschaft. Von allen Seiten werden wir bombardiert mit Angeboten und Verlockungen. Ganz extrem spüren wir das in der Werbung. Eine Flut von Produkten wird aufdringlich angepriesen. Wir reagieren gereizt. Wir wehren uns gegen den Versuch, uns zu überreden, uns zu vereinnahmen. Und doch müssen wir uns immer wieder entscheiden. Das gilt insbesondere für unsere Einstellungen, für unsere Überzeugungen. Da brauchen wir einen festen Standpunkt. Haben wir einen solchen festen Standpunkt? Gibt dieser Standpunkt uns Halt und Orientierung bei allem, was Tag für Tag auf uns eindringt? Ist dieser Standpunkt ein ruhender Pol in all der Hektik, bei all den Erwartungen und Anforderungen? Ein fester Standpunkt lehrt mich zu unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Ein fester Standpunkt zeigt mir den rechten Weg durch das Labyrinth eines jeden Tages. Das stammt aus den Badeler Adventsmeditationen aus dem Jahr 2015. Das wird herausgegeben von den Franziskanern in Badel. Ja, das, was wir eben gehört haben, war wieder Hausmusik mit Gertrud Heinz und Maria. Und zwar spielten sie das Menuett aus dem Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach. Ja, und wir bleiben in dieser Gruppe. Gertrud hat jetzt für uns Eckabelche im Schnee. Kabelschi im Schnee. Kahl stehen de Bäm, de Heiser, im weße, weße Schnee. Ma seidet scho vor weidem, die Kält, die deidem weh. Im Weesch nur e Kabelschi, dat lacht in Ees o Schnee, denn deit die Kält ke bissi, och gar ke bissi weh.
Ganz klein ist dat Kabelschi, ganz klein und alt und arm. Doch hält die Mutter Gottes ihr hellisch heißi warm. Ja, das war wieder ein Stück aufgenommen von Gertrud, Heinz und Maria. Und in diesem Fall war es Prendre un enfant, ein sicherlich bekanntes Lied. Ja, und im Programm geht es jetzt weiter mit der Maria. Ja, ich habe mir eine Stelle aus Pole Poppenspäler von Theodor Storm ausgesucht. Und ja, das möchte ich eigentlich deshalb lesen oder vortragen, weil wir zurzeit ja überhaupt keine Möglichkeit haben, ein Theater, ein Kino, eine Märchenvorstellung
ein Puppentheater, ein Kasperltheater zu sehen. Und das möchte ich eigentlich so ein bisschen den allen Kulturschaffenden widmen und natürlich auch uns, dem Publikum. Man merkt auch in diesem Text, wie wichtig Theater ist und wie wichtig auch zum Beispiel ein Marionettentheater ist. In die Stadt, wo der Pole wohnt, kommt eine Familie, das sind Puppenspieler, und er ist da schon direkt schon mal fasziniert und sehr neugierig, was das für Leute sind. Und der Stadtausrufer, der verkündet jetzt, was für ein Puppen- oder Marionettenstück gespielt wird. Als ich um 11 aus dem Schulhofe trat, kam eben der dicke Stadtausrufer die Straße herauf. Er schlug mit dem Schlüssel an sein blankes Messingbecken und rief mit seiner Bierstimme: Der Mechanikus und Puppenspieler Herr Josef Tendler aus der Residenzstadt München ist gestern hier angekommen und wird heute Abend im Schützenhofsaale seine erste Vorstellung geben. Vorgestellt wird Pfalzgraf Siegfried und die heilige Genoveva. Puppenspiel mit Gesang in 4 Aufzügen. Dann räusperte er sich und schritt würdevoll in der meinem Heimatwege entgegengesetzten Richtung weiter. Ich folgte ihm von Straße zu Straße, um wieder und wieder die entzückende Verkündigung zu hören. Denn niemals hatte ich eine Komödie, geschweige denn ein Puppenspiel gesehen. Als ich endlich umkehrte, sah ich ein rotes Kleidchen mir entgegenkommen. Und wirklich, es war die kleine Puppenspielerin. Trotz ihres verschossenen Anzugs schien sie mir von einem Märchenglanz umgeben. Der Pole besorgt dem Mädchen, der Lisei, dann von seinem Onkel Stoffreste, damit sie Puppenkleider nähen kann. Und dafür bekommt er dann von dem Herrn Tendler eine freie Eintrittskarte geschenkt. Und er ist natürlich sehr aufgeregt, als er dann endlich in den Saal kann. Und das lese ich jetzt einmal gerade vor. Er kommt dann also in den Saal, steigt die Treppe hoch und dann geht es hier weiter. Der kommenden Dinge harrend, plauderte alles mit halber Stimme durcheinander. Dazu fiedelte unser Stadtmusikus mit 3 seiner Gesellen. Das erste, worauf meine Augen fielen, war in der Tiefe des Saales ein roter Vorhang oberhalb der Musikantenplätze. Die Malerei in der Mitte desselben stellte 2 lange Trompeten vor, die kreuzweise über einer goldenen Leier lagen. Und, was mir damals sehr sonderbar erschien, an dem Mundstück einer jeden hing, wie mit dem leeren Augen draufgeschoben, hier eine finstere, dort eine lachende, ausgeprägte Maske. Mein Nachbar wollte mir eine Schulgeschichte erzählen. Ich begriff nicht, wie er an so etwas denken konnte. Ich schaute nur auf den Vorhang, der von den Lampen des Podiums unter Musikantenpulte feierlich beleuchtet war. Und jetzt ging ein Wehen über seine Fläche. Die geheimnisvolle Welt hinter ihm begann sich schon zu regen. Noch einen Augenblick, da erscholl das Läuten eines Glöckchens. Und während unter den Zuschauern das summende Geplauder wie mit einem Schlage verstummte, flog der Vorhang in die Höhe. Ein Blick auf die Bühne versetzte mich um 1000 Jahre rückwärts. Ich sah in einen mittelalterlichen Burghof mit Turm und Zugbrücke. 2 kleine, ellenlange Leute standen in der Mitte und redeten lebhaft miteinander. Der eine mit dem schwarzen Barte, dem silbernen Federhelm und dem goldgestickten Mantel über dem roten Unterkleide war der Pfalzgraf Siegfried. Er wollte gegen die heidnischen Mohren in den Krieg reiten und befahl seinem jungen Hausmeister Golo, der in blauem, silbergesticktem Wams neben ihm stand, zum Schutze der Pfalzgräfin Genoveva in der Burg zurückzubleiben. Der treulose Golo aber tat gewaltig wild, dass er seinen guten Herrn so allein in das grimme Schwerterspiel sollte reiten lassen. Sie drehten bei diesen Wechselreden die Köpfe hin und her und fochten heftig und ruckweise mit den Armen.
Da tönten kleine, langgezogene Trompetentöne von draußen hinter der Zugbrücke. Und zugleich kam auch die schöne Genoveva in himmelblauem Schleppkleide hinter dem Turm hervorgestürzt und schlug beide Arme über des Gemahls Schultern. »O, mein herzallerliebster Siegfried, wenn dich die grausamen Heiden nur nicht massakrieren!« Aber es half ihr nichts. Noch einmal ertönten die Trompeten und der Graf schritt steif und würdevoll über die Zugbrücke aus dem Hofe. Man hörte deutlich draußen den Abzug des gewappneten Trupps. Der böse Golo war jetzt Herr der Burg. Ich war auf meiner Bank ganz wie verzaubert. Diese seltsamen Bewegungen, diese feinen oder schnarrenden Puppenstimmchen, die denn doch wirklich aus ihrem Munde kamen. Es war ein unheimliches Leben in diesen kleinen Figuren, das gleichwohl meine Augen wie magnetisch auf sich zog. Tja, so ähnlich habe ich mir das dann auch vorgestellt und habe es erfahren. Da war ich noch ein kleiner Junge. Ich war noch in der, na, heute wird man sagen Grundschule, damals hieß das Volksschule, kam dann auch ein Puppenspieler, ein Handpuppenspieler in die Schule. Und man hat dann, glaube ich, 10 Pfennig Eintritt bezahlt. Ja. Und man saß dann so als kleiner Junge, so als Zweit- oder Drittklässler in diesem Schulsaal, wo dann sonst die Schule stattfindet. Und wir waren dann ganz gespannt. Die Bühne war schon aufgebaut. Und dann ging der Vorhang auf und der Kaspar und die Großmutter waren dann auf dieser Bühne und das war fantastisch und hat wunderbar die Fantasie angeregt. Ja. Und ja, Fantasie ist ein ganz wichtiger Faktor und gerade Kultur, ob es jetzt Theater mit Schauspielern auf der Bühne oder auch im kleineren Rahmen ein Puppentheater, ist kulturell sehr, sehr wertvoll. Mhm. Und das sollte man nicht vergessen, dass es ein ganz wichtiger Faktor unserer Gesellschaft ist. Ja, und einer der ganz Großen der musikalischen Fantasie war Ludwig van Beethoven und wir hören jetzt von ihm die Chorfantasie. Thank you.
Ja, die Chorfantasie von Beethoven, würde ich sagen, das ist eine Verneigung vor der Kunst, vor den Kunstschaffenden und vor der Fantasie. Und wir hoffen, dass die Zeit wieder kommen wird, dass sie nicht mehr so lange dauert, ja, dass wir wieder Konzerte besuchen können. Es ist also kein Ersatz, wenn man über Video oder YouTube sich Konzerte ansehen kann, übers Internet. Ja, live im Konzert mit einem Orchester vor Augen und der Geruch, die Geräusche, die Kleidung, ja, die Atmosphäre, das gehört einfach dazu. Ja. Das ist ganz wichtig. Genau, und eine ganz besondere Atmosphäre, das erfahren wir jetzt von Juliane Becker, ist ja auch Mitglied unseres Teams. Ja. Und sie kommt ja aus der Irater Gegend. Und ja, man braucht sehr viel Fantasie, wenn man Irater Blatt verstehen will. Also mir ist es nicht in jedem Fall gelungen, aber sehr anregend. Und ja, und wie das damals war, als man noch Blatt gesprochen hat in der Nähe von Ida Oberstein, das hören wir jetzt von Juliane. Durcheinander schwätze. Gerade von einem schwerhirischen Industriedesigner gelehrt, der die Kommunikation in einer Gruppe mit einem kleinen Gerät verbessern will, damit Gehirlose dem Gespräch noch folgen können. Die kleine runde Dose verhält sich still oder summt leis und immer lauter, wenn sich die Sprechgeschwindigkeit und die Sprechlautstärke verändert. Damit sendet das kleine Gerät eine Rückmeldung, wenn einer von den Leuten in der Gruppe zu hektisch oder zu laut schwätzt oder eine andere beim Schwätzen unterbricht, weil davon wird ein Gehirloser verwirrt und kann nichts mehr verstehen. Jetzt sucht der Kerl Sponsoren, um das Ding in Serie herzustellen. Ach Gott, was dat meine Verwandtschaft dort zu sagen, wenn sie dort noch erlebt hätte. Aber fast all sind sie schon tot und die herrliche Familientreffe gibt's schon so lang nimmer, dass bald schon nimmer wahr sind. Ach herrje, was hätt dat kerlsche Industriedesigner dort so gesagt, wäret auch nur einmal dabei gewärst. Na gut, bei uns waren halt auch ein paar schwerhierig, aber dat war auch kein Problem, dann haben wir halt noch lauter gebläst. Als Klein kennt, waren die Leute Familienspektakel die Highlights in meinem eher tristen Leben, so tät man heute zu sagen. Und dat war Weihnachten, Ostern, Naujahr und die zwei Geburtstage von meiner Oma und meinem Opa. Mit der Tante und Onkel und Patte und Gord und Freund und Cousin und Cousine kamen wir in der kleinen Wohnung spielend auf Dresig, wenn nicht noch mehr Personen. Die Wohnung hat nur 3 Zimmer und eine Küche. Der Klo war im Gang. Im hintersten Zimmer hat ein Bett gestanden, ein Uwe, ein Chaiselon und ein Vertiko. Damit war das Zimmer auch schon voll. Ach ja, und ein Tisch. Näher dran war das Schlafzimmer von meiner Großeltern. Über dem Bett war ein großes Deck ausgebrät. Darauf von all die Kuchen gestanden. Alles Hiebkuchen, die meine Oma selbst gebackt hat. Das Wohnzimmer war das größte Zimmer. Und als Goldstub durfte man dann normalerweise auch nicht inne. Das war immer ganz tipptopp, wenn Besuch kam. Und dann war da noch die kleine Küche. Aber wirklich klein. Jetzt wäre da auch schon gefroren worden, wo dann all die viele Leute Platz hatten. Ganz einfach. Die später kamen oder die schon saat waren, sind vom großen Tisch in der Mitte vom Wohnzimmer an den Rand gewechselt. Auf das Sofa, die Schachspielgruppe oder die zwei Sessel. Die Männer sind bald immer im Wohnzimmer blieb und haben große politische oder sportliche Themen gewälzt. Die Frauen waren zwischen Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche unterwegs. Bei denen ist es mehr um die Leute selber gegangen und die neueste Familienstandsanzeige. Die Ken sind in das hennerste Zimmer geschickt worden oder gescheicht worden, sobald sie gestiert haben. Ansonsten war es egal, so konnte auch bleiben. Die viele Engel waren nicht immer alle zusammen im hennerste Zimmer, aber meistens doch.
Und da ist die Post abgang. Das kennt man glaube. Wenn man zu laut war, dann kam halt mal einer inne. Und wenn man auf einen bestimmten Ort getobt hat, sagen sie dann, das Loch geht mir rangs aus. Meistens haben sie recht damit. Ansonsten muss das Zimmer so bleiben, wie es von der Oma aus war. Und was haben wir da jedes Mal für einen Spaß? Ich kann auch nicht mehr im Einzelnen sagen, was mir gespielt oder verzielt haben. Und am Bett, auf dem Bett, hin am Uwe und Iva, Tisch und Schisselong. Mänste, da hätte auch nur einer ausreden können. Das hat zu unserem Spiele dazugehört, dass wir uns ständig gehsätig in das Wort gefallen sind. Was für ein Spaß! Wer konnte sich dort durchsetzen? Auf wen haben sie gehört für die nächste Spielidee? Man kommt mit der Lord-Methode auf viel mehr Ideen. Das ist an und für sich schon ein hochkreativer Prozess. Und wir haben dort ganz wunderbar Förderung. Kein einziges Spiel sehe ich. Wir mussten noch selber denken. Später, wenn mir so ein Alt mal kam, der dort ja leider nicht mehr erleben durfte und sagt, Mama, mir ist so langweilig, dann habe ich ihn in sein Zimmer zurückgeschickt und sagt, dir ist noch nicht langweilig genug, sonst hast du Idee, was du machen kannst. Manchmal kam dann so eine Bemerkung wie, und so was ist Lehrer. Schade, dass der die Lordefeste nicht mehr erlebt hat. Ausreden, das gibt's im Platt gar nicht. Das haben wir nicht gebraucht. Wenn es wichtig war, dann hat einer auf den Tisch gekloppt und sagt, jetzt hört mir mal zu. Oder er hat laut geschwätzt und lauter wie die andere. Im Wohnzimmer, die Alte, die hat er dort drauf. Mein lieber Scholli, wir haben nicht wie bei der Vornehme geschwätzt, so et betete. Nee, gerade raus. Und jeder dem anderen in Wort. Oft habe ich dabei gehockt und habe für mein Lehre gelehrt. Nerve die ganze interessante Inhalte, ach, ich war so durcheinander schwätze an und für sich. Et gibt doch so Welle, so Tendenzen und Bewegungen, wie sich da die Themen abwechseln. Da ist wie im Wald die Fälscher oder wie im Konzert, ja, mehr Kind sein. Das waren Jazz-Session, nur mit Worte. Das war originell und unberechenbar. Und doch wieder ganz berechenbar, denn man wusste oft schon, was von dem Ähne kommt, wenn der Anna dort sieht. Das gläschzätische Schwätze war witzig, bes, lieb oder sogar ganz gemein und hat so ziemlich alle Facetten in sich getragen, die es unter den Menschen gibt. Gut, mir haben nach dort andere geliert. Wenn die große Schwätze hältst du dein Klapp, das war so in Rieschel. Und wenn ich gut war, haben die Große et lang nicht gemerkt, dass ich schon mitmische an ihrem großen Tisch. Ach, dat hat mich ziemlich gefördert, der ma haut so an. Mein Vater und meine Mutter musste ich natürlich ausschwätzen lassen. Und nachher in der Schule und noch später auf der Heerschule, wo ich dann gelehrt habe, wie die Vornehme so schwätze, habe ich mir das Schöne durcheinander schwätze abgewehnt. Ich habe ingesehen, wie wichtig es ist, wenn jeder ausschwätzt. Darf. Aber haut noch, wenn ich in mir kreativer Modus schalte, kommt auch meine Begeisterung wieder durch für das Gläschzätische, das drunter, drüber und innerschwätze. In Orchester mischt einfach eine ganz andere Musik wie ein einzelner Musiker. Ich habe überlegt, ob ich mal so einen kleinen Dos käfe sollte, die jedes Mal summt, wenn ich die Ordnung der feinen Leute stiere, die nie so was Schönes wie unser Geburtstag kennengelernt haben. Und einfach nicht verstehen, dass ich dort mache, weil ich mich mit ihnen gerade so gut fühle, wie damals mit meiner ganzen Verwandtschaft. Ja, vielen Dank, Juliane, für den Einblick, wie man früher in der Gegend von Ida gesprochen hat. Ich kenne es ja ein bisschen Plattschwätze. Also es hört sich an wie Irata Platz, Platt. Das ist mir so Hochweller, Dampflisser, Zischer, hätte mal Platt, irgend so etwas, ne? Ja. Okay, Wort ist mir da aufgefallen. Ja. Jetzt schweißt du mal ein bisschen weiter platt. Ne? Mhm. Wort ist mir, da haben wir geblätzt. Geblätzt, ja. Das ist interessant, ja. Das kenne ich jetzt auch nicht.
Angela, gebläht, was sagt das? Ich denke, das ist so... Geblost. Geblärt, ja? Sowas in der Richtung, ja, gebläst. Ja. Also, gebläst, ja. Okay. Laut halt. Aber das sieht man, Familienkultur, ne? Ja. Auch ganz wichtig, genauso wie in ein Konzert gehe, muss man auch in der Familie sich dann auch mal finnikinne, um so richtig Familienkultur zu machen. Ne? Ja, ja. Ja. Genau. Tja, ich hoffe, dass das auch bald wieder möglich ist. Ja, doch. Das und sie sagt, Zeit, ja. Sie sagt ja auch, ach, das hat, ich spreche jetzt mal nochmal richtig. die sagt ja, es hat sie sehr gefördert, dass sie, wenn sie das, bei diesem Treffen dabei war, wie die Großeltern und alle geschwätzt haben. Und da kann ich mich auch erinnern, also wenn größere Feste waren, die eine Oma, die hat 9 Geschwister, wenn die alt war, da war dann was los. Ne? Und da ist man von einem zum anderen und hat dann immer gehorcht, was haben die dann erzählt, was von was haben die es dann, also das war klasse. Die, und, wenn die, das stimmt. Und wenn die alte geschwätzt hatten, die Kinder ruhig zu sein. Ja, da haben die, so die, das, die ne? klappt so halt, das ist so bei uns auch Käse. Aber das ist ja umgekehrt, ne? Okay. Also es ist viel gebläst, geblos Wort. Ja. Ne? So, und das nächste Lied heißt The Cold Wind Blows. Also da wird auch was geblasen. Auch geblasen. Aber es ist kalt, passt irgendwie auch zum Winter. Ja. Und das ist ein Stück von den Broom Bassems, die wir ja auch hier schon im Radio zu Gast hatten. Ja. Ein Kurzauftritt, vielleicht im nächsten Jahr haben sie Zeit. Das ist vielleicht auch mal für eine längere Session. Dann bei uns mal im Radio sein können. Im Moment sind sie einmal in der Woche über YouTube und Video Facebook zu genau, sehen. Ja. Aber es ist kein Ersatz. Es ist absolut kein Ersatz. Ja. Okay, dann hören wir uns jetzt Broom Bassems an und Cold Wind Blows. Save our soul, no. And as I walk through the valleys, I hear the sound of those whispering trees. I hear them calling out my own sweet name to free me from these cold steel chains. So when that we hold on to, taught me to see in the light of day, to free me from these cold steel chains. So let those cold winds blow to free our lonely souls. I don't need to go down to the river of hope. Ain't no preacher meant to save us. Of the gospel is all the joy in your heart, and the word of the disciples is to keep you in the dark, keep you hidden from the light of day, to keep you in these chains, keep you in these cold steel chains. So
So, das war Cold Winds Blow und Angela. Ich habe ein kleines Buch mitgebracht, das ist von der Christina von Dreien, das ist jetzt gerade erst erschienen. Ich habe es auch noch nicht ganz fertig gelesen, ich bin noch dran. Aber ja, es gefällt mir einfach sehr gut und das heißt, am Ende ist alles gut, wie wir uns die heile Welt selbst erschaffen. Und da habe ich aus dem ersten Teil, die Welt wird nicht untergehen, habe ich mir da so ein kleines Kapitelchen ausgesucht und das heißt Geschichtenerzähler. Ja, und das geht da so nahtlos über, deswegen Geschichtenerzähler. Aber eben, es wird erst am Ende alles gut sein. Erst am Schluss dieser ganzen Geschichte, in der wir aktuell noch drinstecken. Das, was wir weltweit gerade erleben, ist im Grunde genommen nichts weiter als eine Geschichte, die uns erzählt wird. Und an dieser Geschichte werden jene Dinge aufgehängt, um die es wirklich geht. Doch weil die Geschichtenerzähler, die uns diese Geschichte immer und immer wieder erzählen, uns, die Bevölkerung, anscheinend nicht wirklich mögen, müssen wir davon ausgehen, dass es vor dem Happy End wohl oder übel noch etwas schwierig werden könnte. Wenn wir uns diese Möglichkeit jetzt schon mal vor Augen führen und uns innerlich darauf einstellen, werden wir, falls es so kommen wird, deutlich entspannter sein. Dieses Entspanntsein wiederum wird uns helfen, unser Bewusstsein hochzuhalten und nicht in die Angst zu fallen. Ich vermute, dass im Moment die meisten Menschen noch hoffen, dass am Ende alles wieder so sein wird wie zuvor, dass die alte Normalität wiederhergestellt wird, als wäre nichts gewesen. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass es am Ende für uns alle viel besser sein wird als früher. Aber das ist eben erst am Ende. Und zwischen jetzt und diesem Happy End könnte es nochmals seltsam werden. Die Geschichtenerzähler wollen uns ja vorher unbedingt noch alle ihre Geschichten verkaufen. Diese Geschichten zielen allesamt darauf ab, in der Weltbevölkerung alle möglichen Ängste zu schüren. Vor allem die Angst vor dem Sterben. Aber seien wir mal ehrlich, Menschen sind nun mal einmal sterbliche Wesen. Es sterben immer Menschen, jeden Tag und überall. Unser gesamtes Dasein ist ein großes, lebensgefährliches Risiko und theoretisch können wir buchstäblich an allem sterben. Theoretisch. Aber praktisch sterben wir gar nicht an allem, denn wir alle haben einen individuellen Seelenplan, auf dem unter anderem festgelegt ist, wann und wie wir wieder gehen wollen. Und wir alle haben unseren persönlichen Schutzengel, der auf uns aufpasst und dafür sorgt, dass unser Seelenplan eingehalten wird. Abgesehen davon beruht ja unser ganzes Leben auf dem Vertrauen, dass wir nicht an all den vielen Dingen sterben, an denen wir rein theoretisch sterben könnten. Wenn wir zum Beispiel in einem Raum wie diesem sind, dann vertrauen wir darauf, dass uns der Boden nicht unter den Füßen wegbricht, obwohl das theoretisch möglich wäre. Oder wenn wir auf einem Zebrastreifen eine Straße überqueren, dann vertrauen wir darauf, dass die Autofahrer stehen bleiben, obwohl sie theoretisch auch wieder losfahren und uns überfahren könnten. Genauso könnten wir rein theoretisch auch an dieser Virusgeschichte sterben. Theoretisch. Und einige Menschen werden auch tatsächlich daran sterben. Genauso wie jedes Jahr Tausende und Abertausende an der Grippe oder an anderen Krankheiten sterben. Doch was wäre, wenn dieses Virus letztlich gar nicht so gefährlich ist, wie man es uns erzählt? Können wir denn wirklich überprüfen, ob die Information tatsächlich wahr und ob die Maßnahmen tatsächlich gerechtfertigt sind? Die Macht, die die Geschichtenerzähler über uns ausüben, kommt in Wahrheit davon, dass wir ihnen ihre Geschichten glauben und dass wir zulassen, dass sie mit uns all jene Dinge tun, die sie tun. Dies ist nicht nur in Bezug auf die aktuelle Krise so, sondern gilt ganz generell. Auch Kriege zum Beispiel funktionieren so. Es sind nicht die Geschichtenerzähler selbst, die in den Krieg ziehen, sondern es sind die Menschen, die ihnen glauben und die ihre Befehle befolgen. Wenn die Mehrheit der Menschen entscheiden würde, dies nicht mehr zu tun, dann gäbe es keine Kriege mehr. Es hängt also immer von uns als Bevölkerung ab, wie wir auf eine bestimmte Situation oder auf eine Geschichte, die man uns erzählt, reagieren.
Und unsere Reaktion wiederum hängt von unserem Bewusstsein ab. Wenn wir ständig in einem Bewusstsein der Sorgen und der Ängste leben, sind wir am leichtesten lenkbar. Das wissen auch die Geschichtenerzähler. Sie wissen, dass das, was sie vorhaben, nur dann funktioniert, wenn die Bevölkerung massiv Angst hat, wenn die Menschheit weiter vor sich hin schlummert und weiter alles mit sich machen lässt. Mit dem Begriff Geschichtenerzähler meine ich übrigens nicht nur diejenigen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die wir ständig in den Medien sehen und die uns die Geschichten verkaufen. Ich meine damit auch diejenigen, die hinter ihnen stehen. Wenn man wissen möchte, wer diese Hinterleute sind, gibt es dafür eine simple Methode. Es heißt ja, Geld regiert die Welt. So kann man sich einfach fragen, wer regiert eigentlich das Geld? Wer hat das meiste Geld? Wer verdient an dieser ganzen Situation und wird dadurch immer noch reicher und reicher? Und doch ist es so, dass auch diese Hinterleuten letztlich nur Marionetten sind. Falls ihr das, was ich hier sage, für verrückt haltet und falls ihr denkt, dass es mit Sicherheit nicht so sein könne, wie ich es sage, so vergesst es einfach wieder. Ihr seid selber für euer Weltbild verantwortlich und dafür, was ihr glaubt und wem ihr glaubt. Es ist euer Leben und eure Verantwortung und ihr seid diejenigen, die mit eurem Leben und mit euren Entscheidungen klarkommen müsst. Doch sollten die äußeren Umstände wirklich nochmals schlimmer werden, so könnt ihr euch jederzeit an meine Worte zurückerinnern und erkennen, dass ihr nicht die Einzigen seid, die eine schönere, eine heile Welt wollen. Tja, Angela, da steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin. Ja, und für eine 19-Jährige auch sehr viel Weisheit. Ja. Also ich finde, Hut ab. Ja, das... Ja, wie soll man sagen, das Selbstdenken. Ja. Und das, was wir daraus machen, so wird es dann auch werden. Ja. Wenn wir negativ denken, wird es auch negativ. Wenn wir positiv denken, wird es besser. Es wird besser, ja. Also man geht anders damit um. Also die Erfahrung mache ich persönlich immer wieder. Wenn ich eine Situation habe und mich bewusst dazu entscheide, nein, ich ärgere mich jetzt da nicht drüber, dass dieser Mensch vor mir halt so lahmarschig fährt, auf gut Deutsch, ne, oder nicht geblinkt hat beim Abbiegen oder so, sondern einfach sagen, okay, hat vielleicht einen schlechten Tag erwischt, war abgelenkt, wie auch immer. Ich gehe anders damit um und mir geht es dadurch auch besser. Also, ne, ich entscheide mich dafür, mich eben nicht zu ärgern. Ja. Und ja, und vielleicht sollten wir auch wieder lernen, etwas demütiger zu werden. Auch das, ja. Mit allem. Und und nicht einfach glauben, was andere uns erzählen, sondern selbst denken. Selbst denken, hinterfragen, was könnte der Sinn dahinter sein oder was bewirkt das Ganze oder na, wem nützt es? Das ist so eine Frage, die man sich eigentlich immer stellen sollte. Wem nützt es? Oder gibt es logische Gedanken oder Belege, die Argumentation der anderen stützen oder nicht? Oder hat man selbst andere Argumente, richtige Argumente, keine Fantasiegebilde, sondern auf Fakten beruhend? Und und da muss man sich halt auch die Mühe machen, um mal nachzugucken und mal so nachzurecherchieren ist es, so und ist so. Es, und nicht nur das Vorgekaute einfach schluckt. Ja. Aus dem Babyalter sind wir eigentlich raus. Und sich fast noch daran freut, selbst in Panik zu geraten. Ja. Ja. Okay, das ist ein sehr schwieriges Thema, das wir jetzt heute, ich denke mal, in dieser Sendung vertiefen sollten. Aber mit 19 Jahren solche Gedanken zu haben, das sollte man ernst nehmen. Ja, doch. Ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt passt. Das nächste Lied, es ist wieder eine Aufnahme des Shamrock-Duos und Pipes and Strings zu ihrer CD Winterzeit. Und gerade in der Adventszeit erwartet man, dass das große Schiff kommt, das voll geladen ist und viele Geschenke bringt und sowas. Mhm. Ja, und das Lied, das wir jetzt hören, heißt Es kommt ein Schiff geladen. Thank you.
das Sohn voll Gnade des Vaters. Es kommt ein Schiff geladen und ja, passt ganz gut zu dem 6. Dezember, der jetzt in 2 Tagen sein wird. Da kommt nämlich der Nikolaus und er wird auch wahrscheinlich, wenn die Kinder brav waren, so hat man uns das zumindest früher gesagt, dann die Geschenke bringt. Und ebenfalls aus dem kleinen Büchlein von Hermann Bohn, Weihnachten im Hunsrück, habe ich hier ein Nikolausgedicht. Bald kommt der Nikolaus. Im Winter, wenn es stürmt und schneit, und's Weihnachtsfest ist nicht mehr weit, da kommt weit her aus dunklem Tann der liebe gute Weihnachtsmann. Knecht Ruprecht wird er auch benannt, ist allen Kindern wohlbekannt. Er kommt mit einem großen Schlitten, grad aus des tiefen Waldes mitten. In seinem Sack sind gute Sachen, die braven Kinder Freude machen. Doch auch die Rute ist zur Hand für Kinder, die als bös bekannt. Das mag wohl früher so gewesen sein. Heut gibt's nur brave Kinderlein. Die sagen schnell ihr Sprüchlein auf, Knecht Ruprecht macht den Sack dann auf. Und Äpfel, Nüsse, Pfefferkuchen darf gleich das liebe Kind versuchen. Knecht Ruprecht aber fährt geschwind davon zum nächsten art'gen Kind. Ja. Ist das heute auch noch so? Das weckt Erinnerungen, ja. Also in meiner Kindheit, ja. Also, ja, war früher so. Wir haben das noch geglaubt. Und wir haben auch noch an den Knecht Ruprecht geglaubt. Ja, ne? Und hatten auch ein bisschen Muffensausen. Heute würde man sagen, pädagogisch nicht besonders wertvoll. Ja, also, man hatte Respekt, ja. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern. Also es gab dann, wenn man in einem Verein war, ob das jetzt Musikverein oder Gesangverein oder irgendwas anderes, Sportverein war, wenn Nikolaus war, dann kam der Nikolaus in das Gasthaus des Vereins, dort, wo der Verein seinen Sitz hat, seine Proben veranstaltete. Und am 6. Dezember kam dann der Nikolaus. Und man saß dann immer gespannt und wartete, bis dann der gute Mann dann reinkam. Und in seinem Schlepptau war dann ein kettenrasselnder, gesichtgeschwärzter Knecht Ruprecht und hatte einen Sack auf dem Rücken. Und es hingen dann
Socken aus dem Sack, als hätte er jetzt Kinder in seinem Sack stecken, die nicht so, brav waren. So Beine, ne? Ja, ja. Nee, so schlimm war es bei uns nicht. Die Vorstellung hat genügt. Ja, und wenn man dann sein Geschenk abholen durfte, dann musste man auch schon brav sein. Ja, und man musste ein Gedicht auch sagen. Ne? Oder so jemand singen. Ja, ja, ja. Bei so uns, Tannenbaum oder so, ne? Ja, bei uns war es so, da, als ich klein war, da kam der Nikolaus zu uns ins Haus. Und wir hatten eine befreundete Familie, der Sohn war so alt wie ich. Und das war so ein richtiger Feger, ne? Und da hieß es dann, ah ja, dann, wenn der Nikolaus zu uns kommt und dann kommst du zu uns, dann braucht er nicht noch zu euch ins Haus kommen. Und da hat er ja den ganzen Mittag Bauchweh und Angst vor dem Nikolaus. Und ja, der hat dann aber so ein paar Sachen aufgezählt dann, ne? Dass er immer so frech war und immer losgerannt ist und nicht gesagt hat, wo er hin ist und so. Ne? Ja. Ich war ja immer brav, bei mir war ja sowas nicht. Und nein, wenn man schon Maria heißt, dann ist man... Und es hat immer was gegeben und ich habe aber nie rausgekriegt oder ich konnte mir nicht vorstellen, wer das ist. Also es war erst was der Nikolaus und dann irgendwann, naja, kann ja nicht sein, das muss ja irgendjemand sein. Und irgendwann hat mir meine Mutter dann erzählt, dass es ein Freund meines Vaters war, der dann immer kam als Nikolaus. Ich habe den aber nicht erkannt. Und das war schon spannend. Das war, weil ich, hat ja nichts, ach, das Kind hat mir nicht viel angestellt. Ne? Aber irgendwie war es trotzdem, könnte vielleicht doch irgendwie, gell? Man weiß ja nicht, was der alles weiß und welche Quellen der hat. Also es war spannend, war interessant. Ja. Es hat uns aber auch nicht geschadet, muss man so sagen. Ja, ich hatte jetzt kein Trauma, als ich dann ein bisschen größer war. So, ich glaube, bevor man in die Schule ging, dann wusste ich, wer der Nikolaus war. Ach, das ist der Paul. Oh, ja. Ja, genau. Okay, gut. Ja, wie kriegen wir jetzt den Schlenker zum Nationalpark Hunsrück Hochwald? Ja, hier sind wir. Ja, genau. Wir gucken ja auf den Nationalpark. Genau. Ganz einfach. Genau. Dann gehen wir ich habe in den Schneespuren gesehen, dass heute Nacht müssen wieder Rehe bei uns im Garten gewesen sein. Die laufen hier durch. Also haben wir das schon. Ja. Nationalpark. Okay. Genau. Also es ist spannend, wenn man in den Nationalpark geht. Gerade jetzt, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, auch beim Schöpfungspfad, wenn so ein bisschen Schnee auf dem Pfad liegt, ist das besonders interessant. Meine, wir liegen hier wirklich hoch genug, dass auch Schnee noch liegt. Ja, ne? Also. Ja. Und ja, weil wir jetzt im Radio sind, Nationalpark können wir jetzt nicht zeigen, wir können es nicht sehen, aber wir können es hören. Ah, ja, genau. Ja. Und Frank und Ursula Wendeberg haben den Nationalpark Hunsrück-Hochwald besucht, haben viele Aufnahmen gemacht. Allerdings nicht im Winter, oder? Das war Sommer. Nein, es war im Frühling, genau. April, Mai, so. Ja. Mhm. Und wie das dann im Frühling klingt, im Winter klingt es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja, das soll unser nächstes Geschenk sein. Thank you.
Das war jetzt ein sehr schöner Eindruck aus unserem Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Man kann sich die Tiere und den Wald so richtig vorstellen. Als nächstes kommen wir jetzt zu unserer Literaturecke mit Stefan Lorenzen, der uns immer 4 Bücher vorstellt. Wir hatten in diesem Jahr, glaube ich, circa 20 Buchvorstellungen. Es waren ganz unterschiedliche Sachen dabei, von kritischen Büchern über Märchenbücher, Kinderbücher, musikalische Sachen. Also der Stefan ist da immer sehr rege und findet auch immer ganz außergewöhnliche Sachen. Da würde ich sagen, da hören wir uns das jetzt einfach mal an. Genau, und wer noch ein Buch für den Gabentisch braucht, vielleicht findet er hier Anregung. Genau. Ja? Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Literaturecke im Dezember. Am Mikrofon ist Maria Pink und mein Gesprächspartner ist wieder, wie immer, Stefan Lorenzen von der Buchhandlung Lorenzen in Hermeskeil. Hallo Stefan. Hallo Maria. Ja, wir haben inzwischen die letzte Sendung in diesem Jahr. Das ist jetzt fast nicht zu glauben, dass es schon wieder Dezember ist. Ja. Und wie ich sehe, hast du, glaube ich, auch einige Vorschläge für Weihnachten mitgebracht. Aber ich wollte ganz kurz dich noch fragen. Das ganze Jahr ist ja, naja, ich will mal sagen, kann man eigentlich vergessen. Es ist fast ohne kulturelle Veranstaltungen gelaufen. Ja. Hat sich das denn im Buchgeschäft bemerkbar gemacht? Haben die Menschen mehr gelesen? Mein Eindruck war eigentlich, dass nicht mehr gelesen wurde. Es war im Prinzip gleich geblieben. Mhm. Also mehr gelesen würde ich ausschließen, wenn ich so gucke, was bei mir im Laden alles war. Also ich denke, viele Leute orientieren sich dann doch eher so an den Videos und Fernsehen oder so. Das ist eine Möglichkeit, ja, denke ich, ja. Denn Zeit hätte man ja eigentlich gehabt. Zeit hätte man gehabt, zum genau. Lesen, ja, dann... Das Nationalparkradio will ja einen Beitrag leisten zur Kultur und auch unsere Bücherecke soll natürlich Anregungen zu qualitativer Freizeitgestaltung geben. Das war mir jetzt nochmal wichtig, das zu sagen. Wir hatten ja mehrere Literaturecken, wo wir uns getroffen haben. Wir haben auch 2 Literatursendungen gehabt mit vielen Tipps und sehr guten Büchern, die da auch besprochen wurden. Ich denke, da ist eigentlich genug dabei, um die Zeit, die man jetzt vielleicht hat, nützlich zu füllen. Jetzt aber zu deinen Büchern, die du uns mitgebracht hast. Dann bin ich mal gespannt. Ja, auch heute habe ich wieder, wie immer, 4 Bücher dabei. Überwiegend sind es Kinderbücher querbeet, sage ich jetzt mal. Zum einen hätte ich ja dabei Die Tattelzwillinge und das Gesetz. Als zweites habe ich dabei Heroes von Johnny Marx und Gerhard van Wyk. Dann Wir essen keine Mitschüler, Ryan T. Higgins. Und als letztes Lewis Carroll, Alice im Wunderland, in einer Bearbeitung von Henrik Albrecht und Elisa Wawuri. Ich fange gleich mal direkt an mit den Tattelzwillingen und das Gesetz. Die habe ich also jetzt ganz neu im Programm. Ja. Wurde geschrieben von Connor Boyack und ist mit Zeichnungen von Elijah Stanfield. Erschienen ist das Ganze im Libertas Press Verlag und wird in Deutschland von kinderderfreiheit.com vertrieben. Aua, schon mal gut an der Titel. Sehr interessant, ja. Also es gibt eine ganze Reihe von diesen Tattelzwillingen. Ah, so. Erschienen ist das Buch 2017, hat 58 Seiten und kostet 9,95. Zwar so für 8-9-jährige Kinder aufwärts und jedes Buch aus dieser Reihe hat ein ganz bestimmtes Thema. Und zwar haben wir hier dabei Die Tattelzwillinge und das Gesetz. Die bekommen also in der Schule, bekommen die Aufgabe, jemanden sehr weisen mal zu fragen oder was Weisheit ist. Und die haben also einen Nachbarn und dann gehen die zu dem Nachbarn und fragen ihn so ein bisschen, ja, was ist denn weise, was können sie uns denn erklären? Ja, die sagen dann, also wir sollen mit jemandem sprechen, der ein wirklich weiser Mensch ist. Die gehen also bei den Nachbarn dann rein, er zeigt ihnen die Bibliothek, hat also Unmengen Bücher. Und wie der Titel des Buches vermuten lässt, das Gesetz, hat er natürlich auch ein Buch in der Hand namens Das Gesetz, wurde geschrieben von Frédéric Bastiat, der hat 1801 bis 1850 gelebt, ein französischer Wirtschaftswissenschaftler und Liberaler im ursprünglichen Sinne, steht hier auch im Klappentext. Ja, kenne ich jetzt auch nicht, aber... Und also dieser Nachbar der beiden Tattelzwillinge erklärt ihnen also, wie Gesetz funktioniert. Dass sich jeder ans Gesetz halten muss, was ist richtig, was ist falsch. Dass es aber auch schon im Prinzip von Gott den Menschen vorgegeben wurde, was richtig und falsch ist, also dass man Gewissen hat.
Er erklärt den Kindern aber auch, dass es nicht nur gute Politiker gibt, zum Beispiel. Ne? Also ja. Es mag natürlich auch gute Politiker geben, aber viele sind auch so, dass sie die Gesetze mal so ein bisschen biegen, wie sie es gerade brauchen. Genau, so außer Kraft setzen oder so. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Genau. Ne? Und zum Beispiel, also als Beispiel gibt der Herr an, also man kann natürlich hingehen und kann jemand seinen Apfel schenken, die im Garten wachsen, dass man die Äpfel verschenkt, die im Garten wachsen. Kann aber natürlich nicht sein, dass der Staat einfach kommt und einem die Äpfel aus dem Garten klaut. Mhm. Beispielsweise, ja, damit die Kinder das verstehen. Ja, ja. Und so geht also dieses Buch quasi ums Gesetz, über Gerechtigkeit, über das Gewissen. Mhm. Und die Kinder bekommen am Schluss dann natürlich auch ein bisschen was geschenkt von dem Nachbarn. Und weil sie gerade so begeistert sind, verschenken sie das gerade weiter an andere Nachbarn. Ah, so. Mhm. Okay. Ganz tolle Buchreihe, muss man sagen. Ja. Gibt es also zum Beispiel noch die Tattelzwillinge und der Bildungsurlaub. Da geht es so ein bisschen ums Schulsystem. Mhm. Es gibt die Tattelzwillinge und die goldene Regel oder der wunderbare Bleistift. Da wird also erklärt, wie Wirtschaftskreisläufe funktionieren. Mhm. Also sehr kindgerecht erklärt und sehr libertär, also frei erklärt auch. Ja. Das ist interessant. Mhm. Mhm. Mal ein ganz anderes Kinder- und Jugendbuch. Genau. Kann man sagen. Also immer was sehr lehrreiches auch im Hintergrund. Genau, ja. Mhm. Und es ist auch schön aufgemacht, ne? Ist schön aufgemacht. Zeichnungen da drin. Mhm. Es gibt also zu jedem Buch auch Download-Materialien, wo man dann mit den Eltern oder auch in der Schule unter Umständen noch weiter drüber erfahren kann und mehr sprechen kann über das Ganze. Mhm. Also eine tolle kleine Reihe. Ja. Jedes Buch 9,95. Mhm. Tolle Sache eigentlich. Ja, ja. Mhm. Gut. Mhm. Ja, das ist für Kinder oder für uns Erwachsene manchmal auch schwierig zu verstehen, warum das jetzt so geändert wird und so gehandhabt wird. Und ja, okay. Also gut, auf jeden Fall zu empfehlen. Ne? Sehr zu empfehlen, genau. Gut. Das zweite Buch, was ich dabei habe, ist Heroes, großartige Menschen und grandiose Ideen. Von Johnny Marx geschrieben, gezeichnet von Gerhard van Wijk. Ist erschienen dieses Jahr im 360-Grad-Verlag, hat 460 Seiten, 126 Illustrationen und kostet 18 Euro. Mhm. Diejenigen, die es vielleicht mal im Geschäft anschauen kommen möchten, sticht direkt ins Auge durch diese grellen Neonfarben, die es hat. Ja, ja. Das ist ein ganz tolles Buch. Und die Heroes sind natürlich nicht zu verstehen wie Spider-Man und wie Batman und Angels, sondern sind Alltagshelden. Berühmtheiten auch unter anderem. Wie Entdecker, Physiker, Chemiker, Ärzte und Krankenpfleger, Sozialarbeiter, Extremsportler, Feuerwehr, Polizei, Rechtsanwälte, Aktivisten, Politiker, Lehrer, Schriftsteller, Erfinder, Umweltschützer. Mhm. Also wirklich querbeet. Politiker sind jetzt keine dabei. Doch, sind auch dabei. Wir können ja mal schnell gucken auf Seite 44, wer die berühmten Politiker sind. Wenn sie da Nelson Mandela haben sie hier erwähnt. Ja, da wäre direkt auch Gandhi. Und Mahatma Gandhi. Ja. Mhm. Mhm. Aha, also gibt es sie doch. Gibt es doch noch, ja. Schön. Ja. Also manche Sachen sind also wirklich nur jetzt hier, wo es um die Entdecker geht. Das ist dann James Cook dabei zum Beispiel, Laura Decker und ähnliche. Mhm. Manchmal ist aber auch nur erklärt, so ein bisschen hier die Sherpas jetzt mal als allgemeines Beispiel von Helden, die in Bergen Touren führen und auch in höchsten Gebirge noch arbeiten können und atmen können und alles. Ja, die tragen ja für die Himalaya wie nennt man die Leute, die da an der Expedition teilnehmen oder da hoch wollen, tragen die ja das ganze Gepäck. Ne? Genau. Versorgen die. Richtig, ne? Ja. Ja, Chemiker haben wir zum Beispiel die Marie Curie oder Rosalind Franklin. Mhm. Und man sieht auch die Zeichnungen, die sind also wirklich ganz toll und kindgerecht gemacht und machen auch Lust zum Gucken und zum Lesen. Ne? Das sind sogar Sport, da sind ein paar drin. Ne? Serena Williams, Michael Schumacher. Dann haben wir hier noch Richter und Rechtsanwälte. Da wird dann erklärt zum Beispiel, wie Pro Bono funktioniert. Mhm. Also wirklich sehr lehrreich, sehr interessant, sehr bunt. Hier habe ich jetzt gerade zufällig die Aktivisten aufgeschlagen. Da dürfte natürlich Malala nicht fehlen oder vor allen Dingen Martin Luther King. Ja. Mhm. Ja. Gut, das sind alles so Namen, die wahrscheinlich auch so bei den jungen Leuten irgendwie so ein bisschen rumgeistern, aber so richtig
wissen, was die gemacht haben oder warum die jetzt so was Besonderes sind, wissen viele vielleicht. Wahrscheinlich gar nicht. Ne? Nee. Ja. Also es ist ein tolles Buch zum Selbstlesen, aber ich denke auch, das ist sehr hilfreich, wenn die Eltern vielleicht mitgucken und noch ein bisschen was dazu erzählen können. Ja. Weil es sind doch einige auch der aus der Generation dann vorher dabei, die auch noch bekannt sind durch die Gegenwart, sagen wir mal, der Älteren. Richtig, genau. Ja, interessant, ja. Ja. Ja, und ich würde sagen, es ist vielleicht auch so, dass der ein oder andere der das Buch liest, auch weiter forscht. Was haben die denn wirklich gemacht? Die Marie Curie oder haben wir da jetzt gerade da bestimmte Leute halt, ne? Genau. Mahatma Gandhi oder weiß ich, was haben die, warum sind die eigentlich als Helden? Richtig. Sind die als Helden da, ne? Was haben die richtig gemacht? Ja. Ja, sehr gut gemacht. Tolles Buch, kann ich jedem nur ans Herz legen. Da war ich jetzt sehr gespannt auf das Buch, dass du mir das geschrieben hast. Ja. Gut, sehr schön. Mhm. Und es ist nicht zu kompliziert, ne? Also auf man keinen kann Fall. Dann schon das verstehen, was da drin steht. Ja. Prima. Also ich würde sagen, so 8-9 Jahre zum Selbstlesen, vielleicht dann bei kleineren Kindern, wenn die Eltern es vorlesen, natürlich auch zum Erklären. Ja, ja. Ne? Das sind ja auch zum Beispiel Helden, die bekannt bleiben, die also immer wieder auftauchen, wie jetzt Gandhi, sagen wir mal, oder so. Und es gibt aber, das habe ich jetzt gerade gesehen, einen Schwimmer, also damals bei den Olympischen Spielen in München gab es ja den Marc Spitz. Mhm. Der hat ja, ich glaube, fast alle Wettbewerbe gewonnen oder fast die meisten gewonnen. Der ist nachher in der Versenkung untergetaucht. Da ist, glaube ich, ein oder zweimal noch war der da, aber der ist heute, glaube ich, kein Begriff mehr. Ne? Nicht wirklich, das war damals, war das ein Held. Ja. War ganz gut ausgesehen so. Also das war, aber das sind dann Sachen, die, das war für damals ja auch für die Zeit, der ist geschwommen wie ein Wahnsinniger, kann man sagen. Ja. Also das sind auch interessante Dinge. Wenn man dann sowas dann ansieht, dann kommt man vielleicht auch drauf, kannst du dich an den oder die erinnern. Stimmt, genau. Prima, sehr schönes Buch, ja. Ja. Das nächste ist so, da bin ich richtiger Fan von, Ryan T. Higgins, Wir essen keine Mitschüler. Ist dieses Jahr erschienen im Windy Verlag, hat 40 Seiten, kostet 16 Euro. Und wir erleben hier den ersten Schultag der Penelope Rex, wie der Name schon vermuten lässt, ein kleiner Dinosaurier. Und also wirklich, die Zeichnungen sind wirklich total goldig gemacht, muss man sagen. Und die Penelope kommt also in die Schule. Ihr ersten Schultag, der Papa schmiert mal 300 Butterbrote, weil natürlich so ein, und einen Apfelsaft, weil Dinosaurier haben natürlich immer Riesenhunger. Ja. Jetzt haben wir nur das Problem, die Penelope kommt also in die Schule und das sind die Kinder, das sind keine anderen Saurier, das sind Kinder und das ist Lieblingsessen von Penelope, weil die sind ja so lecker. Und wie es passiert, noch keine 5 Minuten, Penelope hat alle Kinder gefressen. Und die Lehrerin schimpft natürlich. Wir essen keine Mitschüler, ausspucken sofort. Also wirklich super gemacht. Und jetzt im nächsten Bild sieht man dann, da sitzen die Kinder in einer riesigen Spuckpfütze von dem Dinosauriermädchen Penelope. Und also wirklich sehr, sehr lustig, sehr schräg. Und wir können uns natürlich denken, wie das weiter ausgeht. Also kein Kind möchte wirklich mit dem Sauriermädchen was zu tun haben. Die sind natürlich sehr traurig und einsam und versucht dann auch zu Hause dann zu erklären, was passiert ist. Und die Eltern machen ja nochmal Mut. Natürlich aber gleich Tag darauf wieder das Gleiche. Sie frisst wieder einen Mitschüler auf, aus Versehen. Spuckt es wieder aus. Die Kinder haben alle Angst. Und sie findet einfach keine Freunde an der Schule. Mhm. Sie tut einem schon so richtig leid. Und der Einzige, mit dem sie noch dann reden kann, ist zu Hause dann ihr Goldfisch. Also. Und den frisst sie nicht. Den frisst sie nicht, aber jetzt kommt der große Clou. Sie steckt den Finger ins Goldfischglas und der Goldfisch frisst fast den Saurier auf. Der beißt voll in den Finger von Penelope. Und dann merkt Penelope erstmal, wie schlimm es ist, wenn man gebissen wird. Woraufhin sie sich dann besinnt und in der Schule dann ab sofort ganz brav ist. Und es gibt also ein tolles Happy End in dem Buch. Ah, schön. Das ist gut. Also es ist wirklich ein tolles Buch und jetzt habe ich hier gerade eine Seite aufgeschlagen. Es geht also ums Verschiedensein, wie man zueinander findet. Und das sehen wir hier in dem Buch auch ganz toll. Es sind also Kinder von allen Hautfarben dabei. Das hier Kind ist definitiv jüdischen Glaubens. Dann haben wir hier ein kleines Kind, das ist Islam. Cool. Ja. Also man sieht wirklich kunterbunt einmal quer um die Welt. Alles in verschieden, aber sie vertragen am Ende sich doch. Ja, ja, sehr gut. Das möchte man gerne haben, dass es sich so entwickelt. Auf jeden Fall,
Und wem das Buch gefällt, gibt es noch einen zweiten Band dazu. Das heißt, wir rocken die Mitschüler. Ah, okay. Das ist ein Talentwettbewerb mit der Penelope Rex. Ah, super. Ja, auch sehr, sehr lustig. Das ist ein sehr schönes Buch, ja. Mhm. Ab welches Alter? 4, ne? Ja, würde ich sagen. Mhm. Naja, gut, es ist ja dann schon, es könnte auch dann Kindergarten vielleicht sein oder, ja. Ne? Muss ja nicht unbedingt Schule sein. Aber das kann man auch den Kindern cool, genau. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr lustig. Ja. Gut, super Vorschlag. Ja. Ah, jetzt kommt was für mich. Genau, und zwar aus der Reihe Weltliteratur und Musik aus dem Annette Betz Verlag, Lewis Carroll, Alice im Wunderland. Mhm. In einer Bearbeitung von Henrik Albrecht und Elisa Wawuri, erschien 2019, hat 32 Seiten, kostet inklusive CD 24,95. Mhm. Wie die Reihe vermuten lässt, Weltliteratur und Musik, auf der CD ist natürlich Musik, und zwar vom NDR Radio Philharmonie mit dem Dirigenten Andreas Hampel. Das Buch erzählt die Geschichte der Alice im Wunderland, die ist ja jedem bekannt. Ja. Es wird dann auch zwischendurch immer erklärt, was auf der CD gespielt wird. Mhm. Und also diese roten hinterlegt, die im Buch rot hinterlegt, sind quasi die Anmerkungen von dem Henrik Albrecht zu dem Musikstück. Mhm. Gelesen wird die CD von Ulrich Nöten, ja, Stefan Kaminski, ne? Laura Mair wird das, glaube ich, ausgesprochen. Ich kenne sie leider jetzt nicht. Aber ich habe dann auch mal nachgeguckt, also alles drei sehr bekannte Schauspieler. Mhm. Ja. Tolle Zeichnungen hat das Buch. Und die Kombination von der Musik und dem Buch als solches, das macht natürlich immer wieder Spaß. Nochmal lesen und nochmal die Musik nochmal hören. Genau. Ja. Ist das auch da, werden da auch so die Instrumente so ein bisschen erklärt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich denke, nein. Nee, in dem Fall jetzt also, glaube ich, nee, in dem Fall nicht. Mhm. Nee. Weil wir hatten zwei Bücher schon. Also ein Buch hattest du vorgestellt, das war das Weihnachtsoratorium. Weihnachtsoratorium, ne? Genau. Das ist auch ein sehr schönes. Also ja, ganz toll. Toll gemacht. Mhm. Auch mit CD und Musik. Mhm. Der Anfang ist ja ganz toll. Ja. Und wir hatten Karneval der Tiere. Genau. Ich weiß nicht, ob das diese Reihe ist, aber ich glaube, das war auch aus dem Verlag. Ne? Genau. Das ist auch sehr schön. Und da ist nämlich auch, dass die einzelnen Instrumente werden dann noch erklärt, welches Tier, welches Instrument, welchem Tier zugeordnet ist. Richtig. Ne? Deshalb habe ich jetzt gefragt. Aber das muss ja auch nicht immer sein, kann ja unterschiedlich sein. Ne? Genau. Mhm. Gut, sehr schön. Also das wäre jetzt auch für Weihnachten. Das ist eine tolle Sache für Weihnachten, genau. Ja, genau. Da kann die ganze Familie sich dann hinsetzen und zuhören. Genau. Vielleicht sind die Kinder auch angeregt, dann selbst mal ein bisschen Musik zu machen. Kann ich mir gut vorstellen. Instrument vielleicht zu lernen. Ja, das genau. Ist ja ganz schön. Ja. Mhm. Ja, Stefan, dann hast du uns mal wieder ganz tolle Sachen vorgestellt. Gerne. Ich bedanke mich jetzt bei dir für die vielen schönen Bücher und viele Anregungen, die du uns gegeben hast im Laufe des Jahres. Ich wollte es noch zusammenzählen, wie viele Bücher das waren, aber das werde ich irgendwann mal noch machen. Und dann, dass man mal überhaupt mal zusammenfasst, was du so alles immer uns vorstellst. Ne? Dann wünsche ich dir alles Gute noch für dieses Jahr. Ebenfalls, Dankeschön. Und ein schönes Weihnachtsfest. Gleichfalls. Und dann hoffe ich, dass wir im Januar in neuer Frische dann auch wieder weitermachen können. Ganz bestimmt. In der Literaturecke. Okay, dann vielen Dank und tschüss. Ja, tschüss. Ja, auch von meiner Seite her vielen Dank an dich, Stefan, für die Buchtipps. Und vielleicht war eins dabei, dass man noch für den Weihnachtsbaum, für unseren Weihnachtsbaum zu legen, noch sich besorgen kann. Mhm. Ja, und am besten natürlich in der Buchhandlung selbst. Ja, natürlich. Online bestellen. In der Buchhandlung Ihres Vertrauens, ganz in Ihrer Nähe. Wenn es geht, halt nicht über diese. Ja. Ja. Nein, ich mache jetzt keine. Okay. Es geht auch von einem auf den anderen Tag, wenn man da was bestellt. Genau. Also Angela, bleiben wir bei den Büchern. Und ein ganz bestimmtes Buch. Du hast ja am Anfang der Sendung ein Rätsel aus diesem Buch vorgelesen. Von Michael Ende, Momo. Ja, und ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Rätsel jetzt nicht lösen können. Auch wir waren auch ein bisschen beschäftigt. Es war auch keine richtige Antwort dabei. Also war vielleicht auch ein bisschen schwierig. Angela, dann
Naja, vielleicht kommt ihr drauf, wenn ich sage, aus welchem Kapitel von dem Buch das ist. Das ist aus dem 12. Kapitel und das heißt, Momo kommt hin, wo die Zeit herkommt. Drei Brüder, der eine ist noch nicht da, der andere ist schon gegangen, nur einer ist zu Hause. Ich habe keinen Schimmer. Löse es auf. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Aha. Genau. Okay. Ja. Hab ich doch. Gut, also hat ist schon so lange her, wo man das hat keiner gewonnen. Ja, dann müssen wir auch nicht erzählen, was es zu gewinnen gegeben hätte. Da hätte ich jetzt auch, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir gewonnen hätten. Da hätten wir uns dann ganz spontan was einfallen lassen müssen. So ein Besuch im Radio oder so. Okay. In der Radiosendung sich mal beteiligen, mal mitmachen. Ja, warum nicht? Ja, das wäre auch mal ein Aufruf wert. Ja. Wer Interesse hat oder ein bestimmtes Themengebiet oder ein Hobby hat oder einfach mal einfach melden und sagen, hier, ich habe eine Idee, ich würde gerne mitmachen. Genau, wir sind also sehr froh und auch offen für vieles. Nicht für alles, aber für vieles. Nicht für alles, nein. Ja. Und Geld gibt es außerdem auch nicht. Ja, das ist natürlich das ist eine rein idealistische Angelegenheit. Wir machen das hier alle für Oma. Okay, so, und jetzt gucke ich auf die Uhr. Ja. Wir haben wieder mal überzogen, aber das gehört, gehört zu wir uns. Überziehen zu, ne? Ja. Das tun wir nie. Nein. Ja. Wir brauchen halt diese Zeit. Genau. Kreativität braucht Zeit. Genau. Mhm. Gut Ding will Weile haben, ne? Ja, ja. Gut, was können wir unseren Zuhörern jetzt zum Schluss noch auf den Weg geben? Für die kommende Zeit, für die Adventszeit, für Weihnachten und vielleicht auch fürs kommende Jahr. Ich würde sagen, jetzt erstmal, was die Dunkelheit hier angeht, so im Innen und Außen, so ein Kerzchen tut gut, ein lecker Tee, irgendwas, was der Seele gut tut. Ja. Kann, das muss nicht viel sein, aber so eine Kleinigkeit und sich das auch wirklich dann gönnen können. Ja. Ne, und versuchen wirklich ein paar positive Gedanken in sich selbst zu verwirklichen und dann vielleicht auch nach außen zu tragen. Im kleinen Anfang, nur bei sich selbst. Das ist schon viel wert. Das ist sehr viel wert, ja. Genau. Ja. Maria? Immer mal ein bisschen Ruhe finden, sich vielleicht kurz zurückziehen und auch mal gar nichts machen. Vielleicht sich einen schönen Spruch oder einen schönen Text vornehmen, den durchlesen. Da gibt es eine wunderschöne Anregung aus dem Dekanat Wittlich. Das heißt Hoffnungsschimmer, unterwegs im Advent 2020. Da wird es angeboten für alle 4 Adventssonntage. Mit kleinen Texten, Bildern. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Dass man wirklich mal zur Ruhe kommt, auch innerlich. Also jetzt nicht, dass man, diese innere Ruhe, die fehlt einem manchmal. Was ich aber noch sagen wollte, ich wollte mich jetzt einfach nochmal bedanken bei dem ganzen Radioteam für das letzte Jahr. Also wir hatten unheimlich interessante Sendungen, egal welche Couleur das war. Ob das jetzt die Sendungen waren, Stefan Backes zum Beispiel, unsere Literatursendungen, alle Themensendungen, die wir gemacht haben, wissenschaftliche und so weiter, Sendungen, da war also wirklich wieder alles dabei. Und Geburtstagssendungen. Geburtstagssendungen, die Live-Geburtstagssendung mit Live-Musik und Live-Leuten, die live dazu beigetragen haben. Das hat also sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir das also im nächsten Jahr auch wieder weiterführen können, weiterführen werden. Mhm. Aber ich denke, so unser fester Stamm, der wird das wohl auch ermöglichen können. Ja. Dann wünsche ich natürlich auch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und eine gute Zeit. Ja, und von meiner Seite, dass wir das Jahr 2020, wenn es auch schwierig ist, vielleicht auch irgendwo etwas Positives abgewinnen und das hinübertragen in das nächste Jahr 2021 und dass sich alles zum Guten wendet. Ja, da bin ich von überzeugt. Hm? Es wird kommen, ja. Genau. Tja, dann würden wir doch sagen, warten wir
und harren wir der Dinge, was sich entwickelt, und freuen uns auf eine schöne besinnliche Adventszeit, ein Weihnachtsfest zusammen mit der Familie. Mhm. Ja. 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 Wie gesagt, wir sind zu sechst. Also wir haben, ja. Ja, und Familienkultur, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, ist etwas ganz Wichtiges und ja, darf man nicht vernachlässigen. Nein. Und darf man auch nicht einschränken. Familie ist wichtig, ja. Ja, und in diesem Sinne, ja, alles Gute an alle unsere Zuhörer. Und einen guten Rutsch. Ha. Und genau, wir hören uns im nächsten Jahr. Genau. Es mag sein, wir sind noch in der Planung, weil der erste Freitag im Monat Januar genau auf den 1. Januar fällt. Ah, okay. Das ist ja ein Feiertag. Es könnte sein, dass wir aus diesem Grunde dann vielleicht erst mit dem ersten Freitag im Februar beginnen. Aber genau, okay, steht es noch nicht fest. Nur, dass es hier schon mal in diese Richtung angedacht ist. Ja, und dann sagen wir gemeinsam alle, wie das so üblich ist. Tschüss! Tschüss.